Eine ungewollte Schwangerschaft beenden, aber mit welcher Methode und zu welchen Kosten? Darüber durften Ärztinnen und Ärzte, die Abtreibungen vornehmen, bislang nicht auf ihren Websites informieren. Dies galt als unerlaubte Werbung. Dafür wurde etwa die Gießener Ärztin Christina Hähnel verurteilt. Das Kabinett hat nun die ersatzlose Streichung des Paragraphen 219a des sogenannten Werbeverbots für Abtreibungen beschlossen. Es gibt heute, wo ja Menschen sich die Frage stellen, welche Quellen im Internet sind verlässlich oder nicht verlässlich, glaube ich, keine Gruppe, die qualifizierter in der Lage wäre, Auskunft zu erteilen, als approbierte Ärztinnen und Ärzte, die auch solche Eingriffe vornehmen. Die Union sieht den verfassungsrechtlich gebotenen Schutz des ungeborenen Lebens missachtet. Die Sorge: Für uns ist es wichtig, dass klar ist, ein Schwanger mit einem Schwangerschaftsabbruch soll nicht geworben werden. Und das ist in anderen Ländern der Fall. Das heißt dann zum Beispiel Termin binnen 24 Stunden, Wohlfühlatmosphäre. Und das wollen wir einfach nicht. Und das ist auch nicht einfach nur im Standesrecht zu regeln, sondern das muss auch im Strafgesetzbuch stehen. Nach dem Kabinettsbeschluss müssen nun noch Bundestag und Bundesrat die Abschaffung des Paragraphen 219a billigen.